Herzlich willkommen bei Brandenburgs Astrophysik TV. Im heutigen Video wollen wir ein noch aktuelles astronomisches Thema besprechen. Es geht um einen Meteorstrom, das Perseiden genannt wird. Warum ist dieses Thema aktuell? Weil die Perseiden ihren Aktivitätszeitraum vom 17. Juli bis zum 24. August haben und das Maximum wird am 12. August erreicht. Aber dazu wird man nachher kommen. Als erstes das Wichtigste, was man natürlich immer braucht, bevor man über einen Begriff zu sprechen kommt, ist der Herkunft von diesem Begriff. Warum wird das Perseiden genannt? Warum hat das nicht einen anderen Namen? Ja, weil der Radiant, der scheinbare Ursprung von diesem Strom, im Sternbild Perseus liegt. Aha, da haben wir jetzt eine Ableitung, Perseus, Perseiden. Klingt logisch, geklärt. Weiter können wir es besprechen. Aber was sind diese Perseiden denn überhaupt? Oder warum gibt es diesen Meteorstrom? Die Perseiden werden durch die Bruchstücke des Kometen 109P Swift-Tuttle ausgelöst und sie verglühen beim Eintritt in die Erdatmosphäre. So. Und warum liegt dann der Maximum genau am 12. August? Auch dafür gibt es eine Erklärung. Liegt daran, weil die Erde jährlich auf ihrer Bahn um den 12. August die Staubspur, die dieser Komet im All hinterlassen hat, kreuzt. Dabei treffen diese Staubteilchen mit hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre und bringen somit diese Luftmoleküle zum Leuchten. Wissen wir auch jetzt. Aber wollen wir nicht auch noch ein bisschen was zur Geschichte wissen? Weil die Geschichte von den Perseiden sehr interessant. Vor allem, dass die ersten Beobachtungen oder die ersten überlieferten Beobachtungen noch vor Christus war. Das begann in China, das war 36 vor Christus. Später kamen Berichte aus Japan und Korea um Jahre 811 zum ersten Mal aus Europa. Wow, kann man da nur sagen. Noch vor dem Mittelalter sozusagen wurden die Perseiden schon beobachtet. Nur das ging ja weiter. Ab 1762 und auch im 19. Jahrhundert gab es immer wieder schriftliche Überlieferungen von Astronomen oder von Himmelsbeobachtern oder was auch immer, die Meteorenaktivitäten festgestellt haben in August oder was auch immer. Wenn wir jetzt die ganze Zeit drüber reden würden, da kämen nur irgendwelche Zahlen zusammen und dann wird es eh zu viel. Weil man sich so viele Zahlen sich auch nicht merken kann. So. Aber eine ganz wichtige Sache gibt es noch. Wie viele Meteoren pro Stunde kann man bei den Perseiden sehen? In den Jahren 1991 bis 1993 konnten Raten von über 350 Meteoren pro Stunde unter Idealbedingungen registriert werden. Und das ist schon enorm. Meistens sind es natürlich deutlich weniger. Meistens sind es nur höchstens 100 bis 120. Und das gilt nur an den Tagen des Maximum 12. bis 13. August. Aber halt 1991 bis 93 waren es halt sogar über 350. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ah ja, ja stimmt, wir haben noch was vergessen. Von wo aus können die Perseiden beobachtet werden? Auf der gesamten Nordhalbkugel, aber auf der Südhalbkugel nur relativ schwer. Jetzt haben wir alles. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Dann auf Wiedersehen.